Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Super Creepy Clash. Yeah. Wir spielen es nochmal, denn ich habe einige Kommentare bekommen. Zum einen habe ich einen Kommentar bekommen, dass man hier Sachen ernten kann. Nein, das wusste ich natürlich schon, aber die nehmen wir natürlich trotzdem mit. Ja, wie viele sind das? 10. Damit kann ich mir garantiert neue Ausrüstung kaufen. Aber nein, ich habe zum Beispiel einen Kommentar bekommen, der meinte, man kann hier erstens bei Mr. Rick, das ist dieser Hamster, tolle neue Geheimwörter eingeben. Also er hat mir ein paar genannt. Zum einen hätten wir da in anscheinend alles groß geschrieben. Einmal Super Kirby Clash. Das hätte man eigentlich auch so einfach mal ausprobiert können. So, dafür kriegt man ganz viele Fragmente. Oh, 50 von jedem und 10 Apfeljuwelen. Oh, das blutet ja dann richtig. Wuhu! Ich hoffe mal, man kann alle gleichzeitig einsetzen. Und man kriegt sogar noch 5 Zusatzäpfel, weil wir ein Geheimwort angenommen haben hier. Ist ja mega gut. Also der funktioniert auf jeden Fall. Ich glaube, der funktioniert auch immer. Zumindest einmal im Leben. Und dann haben wir noch Gem-Apples. Hätte man eigentlich auch drauf kommen können. Weil das sind ja diese Äpfel, die man hier bekommt. Diese Apfeljuwelen. Nochmal 10. Ja, ich bin reich. Jetzt kann ich mir gleich richtig viel kaufen, Leute. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob man die vielleicht öfters verwenden darf. Aber ich denke, jeder ist nur einmal möglich. So, und jetzt wird es nämlich schwierig. Die nächsten 4, die er mir gegeben hat, sind alle japanisch. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wie komme ich denn hier? Ah, muss dann einfach die Sprache einmal abändern. Das sieht schon mal sehr japanisch aus. Aber ist das das richtige Japanisch? Wir nehmen mal den ersten. Das wird schon passen. Hallo, kannst du bitte Hiragana, Katakana? Warum nicht? Ach, man sieht trotzdem die normalen Buchstaben, oder was? Aber der schreibt jetzt oben... Warte, wenn ich jetzt Fa schreibe... Ah ja, dann macht er tatsächlich ein Fa raus. Okay, sehr gut. So, und zwar ist der erste... Fuji-san, Mieru, Haru, Ken, Juyo. Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Fuji-san ist auf jeden Fall dieser große Berg da bei Tokio. Was der Rest bedeutet, gar keine Ahnung. Nein, ist nicht korrekt. Muss ich das jetzt nochmal eingeben? Ah, bestimmt wegen dem Haru. Das Haru muss nämlich in Katakana dahin geschrieben werden. Ich brauche jetzt ein kleines U, aber das in klein. Also ein Q, nicht wahr? Ken-Q, ja. Ken-Q, Show. Ach du Kacke, ey. So, das sollte jetzt aber stimmen. Ken-Q, Show. Okay, bitte, 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 ich will das... Was, warum denn nicht? Das ist es aber doch. Jetzt vielleicht? Dankeschön. Oh mein Gott. Und dafür kriege ich nur 5 dieser Apfeljuwelen. Oh, und Mini-Erfahrungssphäre. Okay. Okay, also das Japanische einzugeben ist schon anstrengender, muss ich sagen. So, davon haben wir noch 3 Leute. Aber die anderen sind, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Zum einen hätten wir da Super Kirby Hantasu. Super Kirby Jäger, sozusagen. Oh, come on, ey. Die wollen das so ganz komisch eingegeben haben. Mit Groß- und Kleinbuchstaben und so. So, ich habe das I jetzt klein gemacht. Müsste gehen. Ja, oh, das bringt sogar richtig viel. So viel wie der erste Code. Wieder 10 Apfeljuwelen mehr. Dankeschön. Alter, hier wird man richtig reich. Und einen haben wir noch. Und zwar auch alles in Katakana. Also das rechte hier. Das ist Katakana, das ist Hiragana. Also da ist wieder Hantasu drin. Deswegen denke ich mal auch wieder irgendwas mit Jäger. Oh, komm, ey. Dann halt Hanta. Mit dem Strich und dann zu. So, ohne Witz. Yeah, nochmal 10 Apfeljuwelen. Ja, also das sind alle, die ich wusste. Da nochmal danke an den Stefan Walter für dieses Kommentar. Jetzt holen wir uns hier noch Abenteuerglocke. Das hat eben viel zu lange gedauert, Leute. Ich war 11 Minuten dran, diesen Charakter einzugeben. Oh, ein ganzer Apfeljuwel. Das hat sich ja richtig gelohnt. Dafür aber richtig krasse Abenteurer hier am Start. Einer hat geschlafen, noch einer schläft. Die schlafen ja alle. Da war gar keinen Bock mehr. So, endlich mal wieder ein bisschen Kundschaft hier bei mir. Und nochmal 8 Apfeljuwelen. Ich bin richtig reich. Ja, ich kann mir alles leisten. Alles. 86 Apfeljuwelen. So, es gibt noch eine Neuigkeit. Die brauchen wir nämlich, diese Apfeljuwelen. Denn im Kramladen kann man inzwischen auch für seine Leute, also die mit einem da zusammen rumlaufen, auch Waffen und Rüstung kaufen. Soweit ich weiß, ist das auf jeden Fall neu. Heißt, es war nicht umsonst, dass ich damals mir hier alles einmal gekauft habe für die Anfangsdinger. So haben zum Beispiel dann Leute, die sonst Level 1 sind, zumindest schon mal bessere Schwerter. Das finde ich gar nicht so schlecht. Und da sind auch richtig coole Sachen bei. Ich könnte mir jetzt auch alles leisten, ne? Hier zum Beispiel für den Ritter gibt es richtig coole Sachen. Guckt euch diesen Einhornhelm an. Wie geil ist der denn bitte? Den muss man eigentlich kaufen. Aber ich finde, der Ritter hat sowieso die geilsten Ausrüstungsgegenstände, muss man sagen. Obwohl die hier von dem Hammerbruder sehen auch ganz cool aus. Der hier, diese Uhrzeithaube, hat schon so ein Monster Hunter Feeling, oder? Ja komm, holen wir uns einmal die Uhrzeithaube hier und dann kann ich euch nämlich auch mal den Dude zeigen, wie der so drauf ist, weil das haben wir ja bisher
Den Schwerhammer, den haben wir bisher noch nie gespielt. Kaufen wir natürlich noch den passenden Uhrzeithammer dazu. Oh, wie das alles schön funkelt und glitzert. So, aber jetzt gehen wir endlich mal... Guck mal, wie hübsch der dieser Kirby. Er ist so angestrengt. Der ist nämlich auch richtig langsam. Guck mal, wenn er ganz normal nur geht, also nicht läuft. Kirby, kannst du mal ganz normal gehen? Dann ist er so ganz schwerfällig und der muss sich auch richtig anstrengen, diesen schweren Hammer rumzutragen. Aber wir machen jetzt mal endlich eine Mission. Ich glaube, wir machen einfach mal das Gigantentrio. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich so machen muss, aber passt schon. Keine Ahnung, wie man übrigens seine Freunde ausrüsten kann. Weil die das ja irgendwie meinten, dass man seine Freunde auch mit ausrüsten kann. Aber gut. So, Love Hentai. Wie kriegen wir das hin? Und Ash, wo ist dein Pikachu? So, was kann der... Okay, er ist erstmal sehr, sehr langsam. Wir müssen einmal kurz ausweichen. Hua. Ansonsten ist der aber sehr, sehr stark, der Dude, den wir hier haben. Er greift relativ schnell an und macht halt ultra den Damage. Also wenn man mal am Gegner dran ist, ausweichen, dann macht man auch mega den Damage. Jetzt ohne Witz. Also ich glaube, kein anderer Charakter macht so viel Damage. Das ist halt echt der Damage-Dealer hier, den wir haben. Soweit ich weiß, kann man seine Attacke aber nicht aufladen. Und wenn man fliegen will, ihr seht schon, man kann eigentlich gar nicht fliegen. Sondern man ist dann nur so ganz knapp über dem Boden. Cool. Guck mal, der Love Hunter ist richtig gut. Der hat für uns richtig gut abgeblockt. Ha, ausgewichen. Du kannst gar nichts. Ich weiche nochmal aus. Aua, ich habe Leben verloren. Oh, nö. Das ist halt die Kacke bei den Nahkämpfern. Man muss sehr nah rangehen und da verliert man natürlich recht schnell Leben. Ja, aber so geil finde ich den Hammer-Typen nicht. Außer dieses Spin-Attack, da fühlt man sich gleich ein bisschen mehr wie Garen von League of Legends, wenn das jemand kennt. Woo! Und fühlt sich richtig cool. Ich habe den Hammer-Typen erst einmal gespielt und da bin ich, glaube ich, auch gestorben, weil diese Gegner halt immer so doof sind. Und man muss die schon sehr gut kennen, um da gut auszuweichen. War das schon der dritte? Ne, er ist noch gar nicht tot, oder? Spin-Attack! Mach deine Spin-Attack! Da, mir doch egal. Oh nein, ich bin in Gefahr. Ich bin in Gefahr. Leute, rettet mich. Leute, oh nein, ich bin in Gefahr. Wenn er mich gleich abspuckt, dann bin ich tot. Leute, ihr könnt nicht verantworten, dass ich gleich sterbe. Tötet ihn. Er ist eh gleich tot. Oh oh. Nein. Leute, nicht sterben. Da ist böses Feuer. Feuer ist im Busch. Ich bin tot. Verdammt. Hilfe, Leute. Hilfe. Sie haben mich. Bitte hilft mir. Bitte. Oh, gut gemacht. Okay, jetzt lass uns töten, den Typen hier. Dieser Blödkopf. Ich bin schon wieder in Gefahr. Das habe ich noch nicht so ganz raus, wenn ich im Nahkampf angreifen soll, dass ich keine Leben verliere. Weil die haben auch alle... Die haben alle Berührungsdamage, das ist richtig doof. Hasse Berührungsdamage, Berührungsdamage ist böse. Wenn die nur Schaden machen würden, durch Angriffe, dann wäre das okay. Aber sie müssen ja einfach nur gehen und man kriegt Schaden. Aber zwei Heldenziele immerhin erledigt. Einmal ihn besiegen und einen Highscore von 10.000 haben wir auch bekommen. Wir haben richtig viele Apfeljuwelen gerade. Das ist unfassbar. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nochmal den Wispy Woods. Auch nochmal als Hammer-Typi. Because why not? I mean, ja. Und damit ist unser Elan auch schon wieder alle. Ich hoffe, wir kriegen ein Level Up danach. Ja, aber wenn ihr auf einfach nur raufhauen steht und nicht sehr schnell sein, dann ist dieser Hammer-Dude bestimmt der Richtige für euch. Aber ihr seht schon, der macht halt 1.000 Damage. Mit so schlecht wie ich gerade bin, macht er schon 1.000 Damage. Und mit dieser Drehattacke sogar schon so 2.000? Ja, an die 2.000. Ist halt echt mega stark. Ist halt natürlich einfach nur draufballen und man hat da nicht so viel taktische Tiefe. Oh Gott, da kommt bestimmt gleich... Okay, ich hätte gedacht, da kommen jetzt die Äpfel runter. Ich kenne die Gegner halt noch gar nicht hier, ne? Okay, ausweich! Wisst ihr, wieso kann ein Baum in die Luft? Und wieso macht er... What? Er hat einfach ein Schloss da hinten erstellt. Leute, Achtung, Achtung, da kommen Äpfel. Obacht, Leute, Obacht. Weich den Äpfeln aus. Okay, ich sollte... Was ist das? Ich sollte bei meinen Rittern bleiben. Die scheinen das ja gut zu können hier mit dem Ausweichen und so. Pow, pow. Was? Da kommen sogar... Was sind das denn für Dinger? Sollten das... Was sollte das sein? Eine Biene? Schnell zurück. Oh, nö. Leute. Oh, oh. Das war, glaube ich, nicht gut, dass ich hier... Aua, ich bin platt gemacht worden. Was? Der Baum hat mich platt gemacht. Oh Gott, er killt mich bestimmt auch in diesem Match hier. Warte, Leute. Nein, jetzt Mats. Mats, bitte. Lebst du noch? Oh, das sah nicht gesund aus, Mats. Okay, gerade noch ausgewichen. Der ist aber auch schon wieder ein bisschen hardcore. Nein, Leute! Leute! Magier! Okay, das war aber knappi, du kleiner Magier. Fast bist du hier platt gemacht worden. Den Gegner kennt man ja auch aus dem ersten Kirby, soweit ich weiß. Das von der Super Nintendo. Ich bin mir nicht sicher, ob das das allererste Kirby war, aber es ist auf jeden Fall eines der ersten. So, mir doch egal, ob du da hinten stehst. Du kriegst jetzt eine Steintafel ins Gesicht. Zack! Naja, zumindest exzellent. So wie alle anderen auch. Ja, schade. Kein Perfekt dabei. 18 Milliarden Schaden. Da, er ist benommen, Leute. Alle rauf ihn, solange er auf dem Boden liegt. Leute, die auf dem Boden liegen, muss dann immer noch mehr drauf treten und Salz in die Wunde streuen. Blödkopf da hinten. Da schrumpft er und wird zum kleinen süßen Baum.
Oh, er weint. Oh, das tut mir schon wieder leid. Aber wie sich die anderen Mitspieler hier gerade gefreut haben, weil wir ihn besiegt haben. Das ist schon wieder knuffig. Na, Gold? Ja! Ja! Und diesmal nicht gestorben, obwohl ich der Hammer-Dude war. Aber leider auch kein Level-Up. Verdammt. Mir fehlt einer für ein Level-Up. Aber dafür nochmal 16 Apfeljuwelen. Läuft bei uns. Und mein Heldenrang wird erhöht. Wir können jetzt maximal Level 30 werden. Ach, das hat auch jemand gefragt, wie man Maximallevel erhöht. Dafür muss man halt wirklich diese Heldenlevel oder diese Heldenmission schaffen. Und wie ihr jetzt gerade gesehen habt, wir haben gerade 100 Heldenmissionen geschafft und deswegen ist unser Maximallevel auf 30 gegangen. Also falls ihr irgendwie Probleme habt mit euren maximalen Heldenlevel, dann einfach diese Heldenmission machen und dann könnt ihr auch ein höheres Level noch erreichen. Neue Partymission ist erreicht, ist verfügbar. Dann machen wir die doch einfach mal. Wir können im Vulkan hier spielen. Gegen Toxiboros. Okay, sieht ganz cool aus. Machen wir. Ja, ich möchte gerne gegen Toxiboros kämpfen. Oh, empfohlen ist Level 23. Ich bin jetzt Level 14. Ach du Kacke, hoffentlich kriegen wir starke Gegner. Nö. Scheiße. Die sind ja nur Level 12, das schaffen wir niemals. Und einen Mitspieler 3 haben wir auch noch, wir warten noch mal kurz. Okay, der ist zumindest Level 22, hat ein cooles Schwert. Der Gast, ich dachte, ich bin der Gastgeber. Wie kann denn der Gastgeber, wenn ich der Gastgeber bin, das Spiel wegmachen? Also ganz offensichtlich spielen das nicht mehr so viele wie zum Release. Ist aber auch irgendwie logisch, oder? Ich glaube auch, die sind alle einfach ein viel zu hohes Level. Also wenn das Leute ab Release die ganze Zeit spielen, dann sind bestimmt schon Level 99 oder was. Oh, kommt auch noch einer dazu. Ja, nice, du. Okay, doch noch eine Gruppe gefunden. Allerdings muss man sehr viel länger warten als bei der letzten Folge. Oh yeah, jetzt geht wieder die Lag-Action ab. I love it. So, ich habe diesmal wieder den Magier genommen, weil damit fühle ich mich auf jeden Fall sicherer mit dem Magier. Einfach nach hinten und mit dem kann man irgendwie auch mehr machen als mit dem Hilfe, mit dem Hammer-Dude. So, okay, Leute, geht los. Ja, laggy, laggy. Ich werde ihn verlangsamen, Leute. Habt keine Sorge. Ihr müsst ihn noch ein bisschen hinhalten. Und Attack is incoming jetzt. Uah! Okay, er ist gezeitbeamt, Leute. Ihr kriegt das hin. Warte, warte. Kommt gleich noch ein Zeitbeam. Vielleicht halte ich sogar die Zeit an, weil ich so krass bin. Der springt doch bestimmt hoch. Ja, warte, wir warten. Und wenn er runterkommt, jetzt. Und jetzt machen wir eine Sprintattacke. Das meint er nämlich auch jemand in den Kommentaren. Wenn man eine Sprintattacke macht und dann nämlich angreift, dann macht er diese nach unten Attacke. So, springen und dann B drücken oder wow, 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 wow. Die Attacke ist richtig cool. Und die kann man vor allem öfters in der Luft machen. Also damit kann man richtig viel Damage machen, jetzt ohne Witz. Ich glaube, viel mehr Damage als mit dieser normalen Attacke. Tatsächlich. Wenn man einfach sprintet und dann die Attacke macht. Wow, 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 wow. Ja, damit kann man euch auf jeden Fall mindestens zweimal in der Luft angreifen. Mega gut. Also wenn ihr Schaden machen wollt als Magier, dann macht diese Attacke. Oh Gott, der springt mich doch bestimmt gleich an. Oh, ich schieß mal lieber, bevor er mich irgendwas... Nee, er bleibt an einer Stelle. Ob der wohl auch die Leute platt macht? Nee. Das fand ich aber witzig, dass dieser komische Baum die Leute platt gemacht hat. Na, springst du wieder hoch? Oh, was macht er? Weh, er trifft mich. Nein, hier, friss das. Oh, was, er macht irgendwelche Blubbies. Alter, und die explodieren noch auf dem Boden. Was ist denn bei ihm kaputt? Das ist einfach so ein Minicell. Mehr oder weniger. Oh Gott, und wieder nach rechts schießen. Pow, 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 pow. Und ausweichen. Wow. Ah Mann, aber mit den Lags ist das echt schade, ne? Bei Nintendo, das müssen sie endlich mal hinbekommen, dass das weniger laggt. So, 1, 2, 3, meine Sterntafel! Leute, schnappt euch die Sterntafeln und dann geht's gleich richtig ab. Ich habe ihn angehalten, jetzt könnt ihr Schaden machen. Okay. Und keiner hittet ihn. Keiner hittet ihn, was macht ihr denn? Pow, 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 pow. Da, noch zwei weitere, holt sie euch. Holt euch die Dinger. Hier, ich sag euch das, indem ich einen Sticker mache. Okay. Wir sind bereit. Da liegen doch die zwei Steintafeln, Leute. Macht das jetzt. Holt euch die. Ist doch egal, ob die in seinem Bauch sind. Oh Gott. Da, da. Schnell nach rechts gehen. Ja, Jamie, hol sie dir. Hol dir die letzte Steintafel. Du kriegst das hin. Sehr gut. Hi, hi. Oh Gott, ey, mit Lags ist das immer richtig schlimm. Ich hatte aber schon mal... Fuck. Mehr Lags? Als ob die das alle so gut hinbekommen haben. Okay, ich glaube, das schlechte Internet liegt an mir. Wenn die das alle so gut hinbekommen... Oh, der eine ist sogar perfekt. Mit solchen Lags? Respekt. Respekt, Bruder, Respekt. Richtig der gute Teamkampf hier. Gut gemacht. Ja, hier von mir auch. Alter, 26.000, not bad. Ich habe das Team in Stich gelassen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir so leid.
Das hätte besser laufen können. Dafür friere ich ihn ein, okay? Okay, Leute? Ja, alle aufladen, Attack! Für den großen Angriff! Team Attack! Machen wir diesen hässlichen Schleim ein Ende! Der soll hier nicht weiter diese Lava verunreinigen! Oh Gott, Leute, er kommt! Er kommt! Jamie! Oh Gott, Jamie! Au! Okay, aber ich really appreciated, dass du mich beschützen wolltest mit deinem Schild. Wolltest du doch, ne? Aua! Du wolltest mich beschützen mit deinem Schild. Ach du Scheiße, macht der viel Damage! Oh nö! Okay, ich bleib mal lieber auf Abstand. Wenn ich sterbe, dann kriegen wir bestimmt weniger Heldensachen. Oh, der ist ganz schön hart, muss ich sagen. Eins, zwei, nein, Libero! Weiche aus! Und nochmal drei! Friss das, du komischer Schleim! Okay, wenn er einge... Ich bin ein wichtiger Teil des Teams. Endlich mal wieder ein Team-Game hier. Pow! Ihr müsst nämlich wissen, ich habe gerade so eine Lücke in meinem Herzen. Oh, 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 wir müssen ganz schnell darüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, sonst bin ich tot. Diese komischen Blobbys da unten. Auf was man hier alles achten muss, ist krass. Es ist übrigens so, dass das anscheinend nicht das einzige Kirby Clash ist, was es gibt, sondern es gab anscheinend schon ein Team Kirby Clash Deluxe auf dem 3DS. Die haben es jetzt ein bisschen umbenannt. Da, Essen! Das hätte ich gerne! Oh Gott, wer hat mich... Wieso hat er mich nicht gehittet? Ach, weil Jamie! Jamie hat mich gerettet! Jamie, du bist mein Superheld! Also, die haben den Namen ein bisschen verändert jetzt für die Switch-Version. Was ich nicht schlecht finde, oh Gott! Oh, ich hab mich selbst gerettet! Leute, seid stolz auf mich! Ich muss darüber... Oh Gott, ich bin so schwer! Bitte tötet ihn! Ta-d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 a! Oh, haben wir ihn besiegt? Alter Schwede, okay, der war aber krass. Da musste man ja auf mega viele Sachen achten. Aber ich bin nicht gestorben, da bin ich schon mal ganz froh drüber. Ist locker nur Silber, locker nur Silber. Ja. So, hier noch einen neuen Stickergrad bekommen, den Max, der hey hey sagt, hey 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 hey, hey 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 hey. Aber sonst leider nichts, leider keine neue Rüstung oder Waffe. Und dann würde ich sagen, was ist aber mit dieser Folge? Haben wir zumindest 4 Missionen, glaube ich, gemacht? Oder 3? Ich glaube nur 3. Aber passt schon, ihr habt ein paar von diesen Codes gesehen, das soll passen für eine Folge, oder nicht? Nochmal danke an den Stefan, dass er mir die Codes mitgeteilt hat. Guck mal, wie süß Rick da hinten rum sitzt. Du bist schon ganz süßer, Rick, du bist schon ganz süßer. Aber wir brauchen dringend bessere Ausrüstung, damit wir endlich mal cooler aussehen, weil dieses Patchwork-Hütchen-Dingsbums hier finde ich irgendwie nicht so geil. Boah, sogar sein Hut ist hübscher. Sogar deine Hut ist hübscher. Ich will auch so einen coolen Hut wie du. Naja, dann auf jeden Fall. Wenn euch der Fall gefallen hat, lasst ein Like da. Ansonsten ein Abo, wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal und tschüss.